Na, wie geht's denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Und wir sind ja letztes Mal in eine neue Epoche angekommen. Da werden wir uns jetzt mal kurz ein bisschen umschauen. So in meinem Pudel hier. Was ist das los? Am Freitag habe ich ja das Video nicht mehr geschafft hochzuladen. Oder besser gesagt, ich habe es nicht geschafft aufzunehmen. Aber dafür habe ich Minecraft hochgeladen, meine Montage. Verlinke ich hier mal. Irgendwo. Ja, und oh. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Das war echt schon Arbeit. Und ich feiere es eigentlich selbst schon ziemlich. Ja. Bin schon froh auf meine erste Montage, dass die eigentlich recht gut geworden ist. So, jetzt laufe ich aber nicht blöd rum. Batman kommt auch wieder. Ich hoffe, das bleibt so. Ihr wisst. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach genau, das ist ein Minecraft-Video, wo gestern kam. Timoleonische Spiele. Sollte eigentlich am Samstag rauskommen, aber irgendwie habe ich vergessen, das zu veröffentlichen. Es soll noch ein anderes Video kommen. Vielleicht schmuggle ich das noch irgendwo in diese Woche rein. Vielleicht kommt es erst am Samstag. Ich weiß es nicht. Ich nehme es auf jeden Fall dann gleich auf. Und jetzt los geht's. Du wirst hier viele gute Angebote finden. Schau dich ruhig ganz genau um. Okay, Oma, was hast du? Meine Gewürzfässer kosten dich nur 12 Goldmünzen pro Fass. Nein. Okay, vielleicht später. Ich hätte Perlen. Oh. Nein. Nein, nein. Nein. Die sind auf jeden Fall freundlich. Oh. Oh nein. Oh, nur ein kleiner Prinz. Ah, ne, ist eine Frisur. Die Königin wird persönlich beim Rennen anwesend sein. Der Gewinner des Rennens wird dann von der Königin ins Schloss eingeladen. Ah, ein Rennen. In der Freakshow habe ich Kreaturen gesehen, deren Existenz gar nicht möglich ist. Hier gibt es viel mehr interessante Dinge als in der Stadtmitte. Okay. Chillig. Ich habe die beste Rüstung. Was möchtest du sehen? Ein Helm? Er war ein Helm, der aus Drachenschuppen gefertigt wurde. Er ist robuster als die Titankrone. Verkaufe es gegen das Amulett des Karos. Bist du bescheuert? Ich habe nicht mal das Amulett gekauft. Ich hatte es auch ohne Rüstung. Ah, das Chocobo Ei ermöglicht es dir bei Kämpfen mehr Treffer auszuhalten. Ach ja. Ist schon interessant hier so gemacht, was das Handeln angeht, aber es interessiert mich alles nicht. Juckt mich nicht. Ich muss einen guten Platz beim Schweinerennen erwischen. Das wird ein aufregendes Rennen. Alles klar. Ja, mal da hoch. Simmern. Oh. Ah. Habe ich jetzt weggemacht. Weil ich schon wieder die Maus vergessen hätte. Aber ich lasse jetzt die Maus nicht mehr mit aufnehmen. Hi, ich bin Claudio. Claudia. Claudia. Oh, du bist. Oh mein Gott. Die bartlose Frau. Oh mein Gott. Ich mache gerade Pause. Lass mich bitte allein. Ich muss mich noch rasieren. Alles klar. Ha. Meine Damen, meine Herren, treten Sie näher und sehen Sie Dr. Meinholz Freakshow. Werden Sie Zeuge von Dingen, die Ihre schlimmsten Albträume übertreffen. Erleben Sie den Horror, der Ihnen im alltäglichen Leben fehlt. Kommen Sie und staunen Sie. Hier entlang treten Sie ein. Brechtüten am Eingang erhältlich. Okay.
Ich dachte, man soll eintreten. Hey Kleiner, willst du die Show sehen? Ja. Hast du ein Ticket? Nicht direkt. Du kannst es in der Stadt kaufen. Oh nö. Hier die Freakshow sehen. Ein Ticket? Ich kenne die Show. Sie ist großartig. Schön. Hey Kleiner, du hast das Zeug zum Star. Wie wär's? Wir schnallen dir Kokosnusshälften um, polstern andere Stellen etwas aus und schon bist du die Mannfrau. Was sagst du dazu? So ein Quatsch. Na toll, ich will aus dir einen Star machen und das ist nun der Dank. Ich glaube, der spinnt. Ja gut, ich will da ja rein, aber... Oh nö, laber mich nicht dumm voll. Bla 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 bla. Komm, ja klar, okay, mal sehen. Oh, ich glaube hier, ich habe doch keins. Komm wieder, wenn du ein Ticket hast. Du bekommst es in der Stadt. Ja, und wo geht's zur Stadt? Oh nein, ich muss wieder alles zurücklaufen, oder? Okay. Dann suche ich mal das Ticket. So. Stadt bitte, denke ich. Du. Ja, genau, das möchte ich. Gib mir ein Amulett des Charon und ich gebe dir ein Ticket für die Freakshow. Nein, okay, vielleicht später. Was zum... Okay. Mit dem Orakelknochen kannst du Leute Dinge entlocken. Das interessiert mich nicht. Gibt hier irgendwo ein Karun? Ich tausche andere Währungseinheiten gegen Goldmünzen. Willst du tauschen? Nein. Vielleicht später. Nein. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Königin Chaosturm errichtet und uns eingeladen. Die meisten Bürger folgten ihr, denn sie versprach Komfort und Wohlstand. Andere folgten ihr, weil es immer Feste gab. Ja, das ist schön. So, jetzt müssen wir das Rennen finden. Ich hätte wohl gern die Freakshow gesehen. Die Königin sagt, das Leben sei hier viel schöner, sieh nur, wie sauber unser Haus ist. Ich glaube, einige leben noch in Terrorfels. Man sollte sie unbedingt bekehren. Oh. Noch eine Kiste. Ich hab dich beklaut, denn das Schachbrett ist eine bekannte Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeit. Die Figuren haben sich von alleine bewegt, aber eines Tages blieben sie einfach stehen. Schach, Schach, Schach. Okay. Gut. Gehen wir mal dahin. Das sieht doch auch angenehm aus. Wieder dasselbe. Meine Mutter sagt, ich soll immer artig sein. Die Königin sieht und bestraft alles. Die Königin war in letzter Zeit so nett in einer gerade unerträglichen Weise. Und der König er ist einfach verschwunden. Ich werde diese Adeligen nie verstehen. Oh, Adeligen. Jo, du bist nicht aus Chaosturm. Oder? K.O.-Sturm? Chaosturm? Ach, egal. Du trägst so seltsame Kleidung. Sieh dich ruhig in unserem Haus um. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Das hätte ich sowieso. Willkommen in Chaosturm. Wir sind hier sehr glücklich, glaube ich. Glaubt er, dass er glücklich ist? Ist das nicht interessant? Bei Knochenteile. So. Weiter geht's. Oh, was ist das denn?
Dann gehen wir da noch rein. Eigentlich habe ich keine Lust mehr zu reden, aber gut. Na, gefällt dir unsere Stadt? Schön und sauber, was? Genauso gefällt es unserer Königin. Ah, ja. Ja, ich glaube wieder. Schwefel. Ich habe keinen Bock. Hallo. Wie geht's denn hier weiter? Nur Häuser. Neues Kind, jetzt muss niemand mehr das Schachbrett betreten. Denn hier sind wir sicher und zufrieden. Ich hörte jedoch, dass es auch eine Falltür geben soll, die auf den Grund der Schlucht führt. Aha. Nächstes Haus. Und die sind alle gleich gebaut. Geh weg. Hey, du Kleines, geh weg jetzt. Wir haben ein paar Informationen. Aha. Da geht's weiter hoch. Und da gucken wir weiter. Da ist in. Für Abenteuer außerhalb der Stadt solltest du dich ausrüsten. Man sagt, dass sich Dämonen in der Schlucht herumtreiben. Juckt mich eigentlich wenig. Oh. Hi. Ich verkaufe die beste Rüstung und Waren. Du wirst hier nirgendwo bessere Angebote finden. Was kann ich dir antun? Was? Was kann ich dir antun, hat er gerade gesagt. Möchtest du Rüstung oder Waren kaufen? Rüstungen. Ui. Okay. Neue Rüstung. Das Glück. Was kann ich dir antun? Siehst? Was kann ich dir antun? 2 Juwelen für je ein Gold. Okay. Rüstung. Und los geht's. Zack. 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 Und zack. Alles. Und was verkauft er an Waren? Waren. Was ist das denn? Flügel. Oh, nett. So, den wir mal neu eingerichtet hier. 40. Das macht ja was aus. Oha. Okay. Das war wohl mal nötig. Alter. Oh. Naja, da kaufen wir den ganzen Schrott. Verkaufen. Rüstung. So. Okay. Hier kann man schlafen gehen. Ich glaube, das tun wir jetzt mal. Obwohl, nö. Unnötiges Geld verschwendern. Verschwenderisch. Verschwenderisch. So, jetzt laufen wir weiter. Gibt's hier noch? Folge neigt sich dem Ende und was haben wir geschafft? Nichts! Die Königin ist sehr um unser Wohl besorgt. Dennoch, irgendwas fehlt hier. Du hast genug Blätter. Wir brauchten noch Blätter. Da geht's noch links. Mal ein anderes Haus. Interessant. Ich gehe zum Schweinerennen. Es ist im Westen der Stadt. Ich mag Schweine. Im Westen der Stadt ist das Schweinerennen. Leute. Wir haben ein neues Ziel und Westen. Oh, die sind jetzt alle so. Amulett des Karons gefunden. Oh, wir können zur Freakshow, Leute.
Wir gehen zu Freecrow. Ich glaube, das machen wir. Oder? Die Folge ist vorbei. Okay. Ich würde sagen, das war nice. Ist nichts passiert. Oh. Was ist das? Ist es König? Platz für seine Majestät. Mich kniet nieder und huldigt euren Herrscher. Nein. Mein Mann hat einen Königskomplex. Nur leider ist er nicht der König, er ist Klempner. Der richtige König ist schon seit längerer Zeit verschwunden. Junge, geh zum Arzt. Okay, Leute. Ich beende die Folge hier. War jetzt nicht gerade spannend. Wir haben die Stadt ein bisschen begutachtet. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ach, eine Bewertung da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abonnieren und tschüss.